In Neumünster tagte der offene CDU-Landesfachausschuss unter dem Motto Sozial, sicher, leistungsgerecht. Die Mitglieder und Gäste diskutierten, wie soziale Sicherheit erreicht werden kann. Zur aktuellen politischen Lage in Schleswig-Holstein gingen die Meinungen teilweise weit auseinander. Ich finde, das ist eine katastrophale Lage für Schleswig-Holstein. Es geht gar nicht um die Regierung, es geht auch gar nicht um die regierungstragende Fraktion. Für Schleswig-Holstein ist es ein katastrophales Bild, das sich hier abspielt. Und es zeichnet sich eigentlich ab, dass der Ministerpräsident eigentlich ein Gutwetterredner ist. Aber da, wo er handeln soll, hat er in den letzten 2,5 Jahren nicht gehandelt. Fahren Sie in andere Bundesländer, sehen Sie sich die Entwicklung anderer Bundesländer an. Selbst im grün regierten Baden-Württemberg sind Sie in Kräne, sehen Sie Impulse. Hier in Schleswig-Holstein ist seit Jahren Stillstand. Das macht mir große Sorgen. In den schriftlichen Statements der CDU ist aber nichts von Neuwahlen zu lesen. Haben Sie vor Neuwahlen Angst? Überhaupt nicht. Weder als Schatzmeister noch als Abgeordneter des Landtages. Natürlich würden wir bei Neuwahlen gut abschneiden. Nur Sie wissen genauso gut wie ich, Sie müssen ein konstruktives Misstrauensvotum durchkriegen. Dafür fehlt uns die Mehrheit. Das heißt, wenn wir es heute beantragen würden, hätten wir dafür nicht die Mehrheit. Und weil wir nicht die Mehrheit dafür haben, dann, wenn wir das Gefühl hätten, wir würden auch die Unterstützung aus einigen der Mitglieder der regierungstragenden Fraktionen kriegen, dann sind wir sofort dabei, dieses zu machen. Aber ansonsten würde es ja nur diese Regierungskoalition stärken, wenn wir dabei eine Niederlage haben wollen. Und wir wollen die nächste Wahl, egal wie, wollen wir gewinnen. Der Unterschied ist aber nicht mehr sehr groß zwischen den Regierenden und der Opposition. Na, nun müssen Sie wissen, ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade beispielsweise die Piraten, ich könnte auch andere nennen, im Moment kein großes Interesse an Neuwahlen hätten. Also ich glaube, wir müssen einen Regierungswechsel innerhalb des vorhandenen Parlaments hinkriegen. Kann das auch andere Gründe haben? Die CDU ist hoch verschuldet mit etwa 900.000 Euro, sagt man. Und es ist der Schatzmeister vor uns und wird das ganz genau wissen. Die SPD mit etwa 700.000 bis zum Jahresende, so sagt man. Und man hat noch eine andere Angst, möglicherweise, dass die Alternative für Deutschland zweistellig einziehen könnte, wenn man Neuwahlen hätte. Also nochmal, wir als Union sind jederzeit in der Lage, es gibt ja auch sowas wie eine Mutterpartei, und wir wären sofort in der Lage, einen Wahlkampf zu führen und wir wären auch kampagnenfähig. Das dürfte doch nicht das der Grund sein, keine vorgezogenen Neuwahlen zu führen. Dann wäre unsere Demokratie ja käuflich. Ich warne davor, allein den Eindruck zu erwecken, dass sowas möglich ist. Nein, bei Weitem nicht. Sondern wenn wir Neuwahlen wollen, brauchen wir das mit den 22 Stimmen der Schleswig-Holstein CDU. Abgeordneten kriegen wir es nicht hin. Wir brauchen eine breite Mehrheit dafür, wir brauchen eine breite Zustimmung dann auch im Parlament. Und wenn die anderen es wollen, sind Sie herzlich eingeladen und ich bin der Erste, der losgeht, auf die Straße wieder Spenden sammelt und freue mich auf den Wahlkampf, denn mit Sicherheit kriegen wir beim nächsten Wahlergebnis mehr, als wie wir es beim letzten Wahlergebnis 2012 haben. Also für uns kann es nur nach oben gehen. Wir sind bereit. Aber die FDP wird möglicherweise rausfallen. Was machen Sie dann? Naja, das hat man beim letzten Mal auch schon zu Kubicki gesagt. Der wird möglicherweise raus sein. Am Anfang des Wahlkampfes im Januar vor der Wahl im Mai hat man gesagt, die FDP steht in Schleswig-Holstein bei 2%. Ich warne davor, die FDP zu früh tot zu sagen. Der Totgesagte leben bekanntlich länger. Und Kubicki ist ein besonderer Faktor, der unabhängig ist, ich sag mal, vom Durchschnitt der FDP im Bundesgebiet. Ich bin ganz sicher, nicht weil wir befreundet sind, ich bin ganz sicher, die FDP wird ein Wort mitreden. Ob es zu einer CDU-FDP-Regierung reicht, das weiß ich nicht. Aber eine Machtoption werden wir ausüben, indem wir sagen, nichts geht ohne die Union. Und das ist unser Ziel. Also vor Neuwahlen haben wir keine Angst. Das ist nicht das Thema. Also ich mache mir ernsthafte Gedanken um unser Land Schleswig-Holstein. Ich mache mir ernsthafte Gedanken darum, wie die Menschen in diesem Lande das alles wahrnehmen. Und ich mache mir auch ernsthafte Gedanken darum, wie es weitergehen soll. Deswegen ist das schon eine Regierungskrise sondergleichen. Ich habe sowas in meiner jetzt über 40-jährigen politischen Tätigkeit in dieser Form noch nicht erlebt. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir eine breite Diskussion darüber brauchen, wie es denn weitergeht. Einfach nur mit Schlagworten, mit irgendwelchen über sich hinausgehenden Begrifflichkeiten immer zu sagen, wir sind die Tollsten, ich glaube, das nehmen die Menschen uns nicht mehr ab. Ich mache mir Sorgen im Kern um unsere parlamentarische Demokratie. Und deswegen, glaube ich, müssen wir zu den Realitäten zurückkehren. Und wir brauchen in Schleswig-Holstein eine wahrhaft starke Regierung und ein wahrhaft starkes Parlament. In Ihren schriftlichen Statements gegenüber der Presse fordern Sie keine Neuwahlen. Warum eigentlich nicht? Geht das nicht um Neuwahlen? Das geht darum, dass es möglich sein muss,
jetzt in einer geordneten Form eine politische Debatte zu führen, wo klar ist, wie es dann insgesamt weitergehen soll. Können doch nicht die Wähler so lange zu Neuwahlen hintreiben, bis irgendwann mal so eine Regierung gewählt worden ist, die dann auch tatsächlich handlungsfähig ist. Nein, dann geht es schon darum, dass diejenigen, die gewählt worden sind, dann auch die Verantwortung übernehmen. Möglicherweise muss das in anderen Konstellationen der Fall sein. Aber wir können doch nicht immer neu wählen und den Bürgern sagen, ihr habt falsch gewählt. Sondern wir müssen diejenigen, die Verantwortung übernommen haben, weil sie Abgeordnete sind, wir müssen dann auch sehen, dass dieses Land handlungsfähig ist. Es kann ja auch andere Gründe haben, wie die Presse munkelt, dass die Schulden der CDU zurzeit etwa 900.000 Euro betragen sollen. Die SPD hat etwa 700.000 bis Jahresende und natürlich ein möglicher Einzug der AfD ist natürlich auch das, was der Landesvorsitzende eben in seiner Rede ansprach, auch ein Punkt, der natürlich dazu führen könnte, dass man Neuwahlen nicht fordert. Das sind bestimmt nicht die Gründe. Wenn es notwendig ist, dann werden wir morgen Neuwahlen machen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Die AfD, wissen Sie, die ist für mich eine politische Zeiterscheinung. Wir müssen sie wirklich mit ihren eigenen Argumenten auch schlagen. Das ist Populismus pur, von äußerst links bis äußerst rechts. Wer macht sich denn da wahrhaft Gedanken drüber, dass diejenigen, die nichts anderes tun, als rumzutönen, in irgendeiner Form auch Verantwortung übernehmen wollen? Das werden die Menschen sehr schnell merken. Also das sieht fast aus wie in einem Tollhaus und in der Tat ist der Ministerpräsident auch durch das Handhaben dieser Krise richtig angezählt. Dass man vor dem Rücktritt des Innenministers so kalt erwischt wurde, nicht miteinander redete, spricht Bände. Man hat jetzt Umschichtungen des Personals vorgenommen innerhalb der bisher Verantwortlichen auf Staatssekretärsebene beispielsweise oder auf der Ebene der Minister. Frau Wende ist letztendlich an sich selber gescheitert und nicht irgendwie an Aktivitäten der Staatsanwaltschaft, die ja noch weitergeführt werden und auf die wir keinen Einfluss haben, oder auch an einer unmenschlich agierenden Opposition, wie man uns vorgeworfen hat. Nein, Frau Wende ist mit ihrem Konzept und der Art und Weise, wie sie den Dialog nicht gemacht hat, gescheitert. Ich bezweifle ein bisschen, ob die Koalition auch vor dem Hintergrund der Nichtinformation und des Angefressenseins der Grünen, die das ja sehr deutlich gemacht haben, Glaubwürdigkeit und Vertrauen wieder wachsen kann. Das ist ein schwieriger Prozess. Wenn nochmal eine Begebenheit ähnlicher Art vorkommt, haben die Grünen ja gesagt, dann ist es vorbei. Ist die Landesregierung, ist der Ministerpräsident noch handlungsfähig? Also das muss er erst nochmal beweisen. Im Moment hat er gezeigt, dass er nicht Herr des Verfahrens ist und dass er als Kapitän und als Lotse das ganze Schiff auf eine Sandbank gesteuert hat. In Ihren schriftlichen Statements, auch in Ihrem persönlichen, haben Sie bisher keine Neuwahlen gefordert? Warum nicht? Also wir sind Opposition. Man muss die Situation ja auch realistisch einschätzen. Wir haben derzeit einen Ministerpräsidenten. Falls der scheitern sollte, wird es sicherlich innerhalb der Koalition das Bemühen geben, etwas anderes zu machen. Die Koalition muss selber jetzt entscheiden, ob man weiter zusammenarbeiten kann oder ob es dann irgendwann einen Punkt gibt, wo das Ganze auseinanderfliegt. Und dann ist die Frage, gibt es Neuwahlen, gibt es dafür eine Mehrheit oder gibt es andere politische Konstellationen mit neuen Partnern innerhalb des bestehenden Landtages? Das sind Fragen, auf die wir uns alle vorbereiten, auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Aber es ist auch klar, dass insbesondere die kleineren Parteien im Landtag aktuell gar nicht gerne an Neuwahl denken, weil das für sie eine schwierige Übung sein würde. Aber auch für Sie und möglicherweise auch für die SPD. Man spricht ja auch davon, dass die CDU immerhin so rund 900.000 Schulden noch hat, die SPD etwa 700.000, 800.000 oder auch mehr. Und auch die AfD und die Erfolge jetzt in den neuen Bundesländern, diese, sagen wir einmal, Angst für ein zweistelliges Ergebnis bei einer möglichen Neuwahl, sitzt Ihnen ja auch im Nacken. Das ist ja auch nicht so ganz einfach für Sie. Also wir haben, und das war mein Ziel auch bewusst in der Vorbereitung aller Aktivitäten Richtung 2017 dafür zu sorgen, dass wir unseren Haushalt konsolidieren. Da sind wir auf einem guten Wege. Das muss auch sein wegen der eigenen Glaubwürdigkeit als eine auch der Wirtschaft zugeneigten Partei. Mit mir gibt es keine neuen Wahlkämpfe mit neuen Schulden. Das haben wir jetzt dreimal durchgehalten. Was Geld gekostet hat, ist der vorgezogene Landtagswahlkampf gewesen. Also insofern hat uns das alle, sowohl die CDU als auch die SPD, ein Stück belastet. Aber deswegen kann ich auch sagen, wir sind jetzt dabei, die Partei in der Organisation schlagfertiger zu machen, auch unter Nutzung neuer Medien. Und die Kampagnen, die wir jetzt gemacht haben, auch zur Halbzeitbilanz der Regierung, zeigt, dass die Ortsverbände richtig intensiv mitmachen. Und das gibt uns auch den Mut und die Kraft für eine künftige Wahl, auch wenn sie früher sein sollte. Könnten Sie sich eine Regierung vorstellen mit Herrn Stegner?
Ach, ich habe mit Herrn Stegner, wenn wir als Parteivorsitzende mal untereinander reden und was zu besprechen haben, kommen wir eigentlich ganz ordentlich miteinander aus. Gleichzeitig war ich Mitglied der Koalitionsrunde zur Zeitpunkt der schwarz-roten Koalition. Da habe ich dann ja auch manches gesehen, wie man es machen kann, was man nicht machen sollte. Ich glaube, das ist historisch ein bisschen schwierig, weil beide Seiten halt diese Zeit 2005 bis 2009 durchlebt haben. Die beiden Rücktritte machen deutlich, dass diese Landesregierung in Schleswig-Holstein im Zerfall ist. Grund dafür ist der Ministerpräsident selber, weil er viel zu wenig im Kabinett und mit den Koalitionsfraktionen kommuniziert hat, weil er auch falsche Angaben gemacht hat im Zusammenhang mit der Causa Wende. Und dadurch ist es zu einem immensen Vertrauensverlust in die Landesregierung und innerhalb der Landesregierung und der Koalition gekommen. In Ihren schriftlichen Statements der CDU gegenüber der Presse fordern Sie aber keine Neuwahlen. Das wäre jetzt ja eigentlich die richtige Forderung. Warum nicht? Naja, es geht im Moment darum, dass die Koalition selber zeigen muss, dass sie handlungsfähig ist. Sie sagen ja, wir stehen für Inhalte, SPD, Grüne und SSW. Das müssen Sie auch beweisen. Und der Ministerpräsident ist am Zug, deutlich zu machen, dass er Herr des Verfahrens ist. Das erwarten wir von ihm. Und wir haben einen Missbilligungsantrag in den Landtag eingebracht, wo wir bestimmte Äußerungen, die er im Zusammenhang mit der Causa Wende getan hat, missbilligen wollen. Ist er denn Herr des Verfahrens? Wir halten ihn für handlungsunfähig, auch für regierungsunfähig, weil die Abläufe der letzten Wochen und Monate deutlich gemacht haben, dass er offenbar innerhalb der Koalition, aber auch der Fraktionen, die die Regierung tragen, zu wenig Vertrauen und zu wenig Durchsetzungskraft hat. Dann ist er ja nicht handlungsfähig. Dann ist er zumindest so nicht handlungsfähig, wie es für Schleswig-Holstein erforderlich wäre. Schleswig-Holstein steht vor großen Herausforderungen für die Zukunft. Da brauchen wir eine Regierung, die sich mit aller Kraft für dieses Land einsetzt. Und abgesehen von natürlich politischen Unterschieden sehen wir in dieser Regierung auch nicht die Kraft, dass sie es kann. Also aus meiner Sicht ist die Regierung Albig schlicht und ergreifend am Ende. Der Rücktritt von Frau Wende war das eine. Das war ja lange erwartet worden, wann dieser Rücktritt endlich erfolgt. Dass nun aber auch mit Herrn Breitner quasi der einzige Leistungsträger aus diesem Kabinett Herrn Albig auch noch den Rücken kehrt, zeigt, dass diese Landesregierung überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist. Auch die schnellen personellen Wechsel, die Herr Albig jetzt umgesetzt hat, um sein Gesicht einigermaßen zu wahren, bringt Schleswig-Holstein überhaupt nicht voran. Es ist für mich nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser Ministerpräsident abdanken wird. In Ihren schriftlichen Statements der CDU im Land Schleswig-Holstein gegenüber der Presse fordern Sie aber keine Neuwahlen. Warum eigentlich nicht? Also ich glaube, jetzt ist erstmal der Ball sozusagen in der Hälfte der Regierung. Nichtsdestotrotz müssen wir uns als CDU im Moment auf alles einstellen. Denn ich glaube, wir sind klug beraten, wenn wir uns jetzt nicht verweigern, sondern durchaus auch bereit sind, Regierungsverantwortung in diesem Land zu übernehmen. Denn wenn diese Regierung scheitern sollte, dann darf das nachher nicht daran scheitern, dass wir nicht gesprächsbereit auch mit anderen Parteien innerhalb des Landtages sind. Ich glaube aber, dass es klug wäre, wenn innerhalb dieses Landtages sich dann eine neue Regierung bilden würde. Also Neuwahlen fordern Sie explizit nicht? Ich fordere keine Neuwahlen. Ich glaube, dass die Probleme, die wir haben können, mit diesem gewählten Parlament lösbar sind, aber nur unter Verantwortung der CDU. Wenn ein Minister wie Breitner 6 Wochen über einen Berufswechsel inmitten der laufenden Amtszeit nicht mal mit dem Regierungschef spricht, dann spricht das Bände über das persönliche und das Vertrauensverhältnis. Politisch schlingert diese Landesregierung. Albigs offensichtlich doch sehr auf sich bezogene Art, wie er regiert, scheint auch in seinem politischen Umfeld auf zunehmende Skepsis zu stoßen. Und natürlich merken auch viele, dass es einen Stillstand gibt in vielen politischen Fragen, dass man also nicht zu den ausgelobten Zielen kommt. Wir von Seiten der Landesseniorenunion machen uns große Sorgen auch um die Reputation der Demokratie in unserem Land. Es ist nicht gut, dass eine Bildungsministerin mit Korruptionsvertrag und gleichzeitig mit Rechtsbeugung von Seiten der Staatsanwaltschaft verfolgt wird und verschwunden ist. Und es ist auch nicht gut, dass ein Innenminister von seiner Position flieht, mitten in der Legislaturperiode, um einen gut bezahlten Posten in der Wirtschaft wahrzunehmen.
Das alles erzeugt Unmut, aber auch, dass der Ministerpräsident nicht bereit ist, gewissermaßen wieder politisch zu führen. Ich merke überall, wir merken überall in Schleswig-Holstein, dass sich eine große Anzahl von Menschen besorgt zeigt, aber auch eine große Anzahl von Menschen Protest anmeldet. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, das Ruder rumreißen, zu einer neuen, guten politischen Kultur in Schleswig-Holstein kommen, dann werden wir garantiert bei der nächsten Wahl in Schleswig-Holstein die AfD und andere extreme Parteien im zweistelligen Bereich haben. Das kann nicht im Sinne der Demokratie sein. Wir müssen gerade die Kräfte fördern und stärken, die bindend für das Parlament und bindend für die Gesetzgebung sind. Da machen wir uns, wie gesagt, große Sorgen. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, dass, wenn der Neuanfang nicht mehr möglich wird, dass man dann zu Neuwahlen in Schleswig-Holstein kommt. Der Landesvorsitzende der CDU, Herr Böge, fordert keine Neuwahlen in seinen Statements. Ist das ein Fehler? Also ich glaube schon, dass es richtig ist, dass wir von Seiten der Union je nach unserer Einschätzung zu den aktuellen und brennenden Problemen und Skandalen Stellung nehmen. Die Sicht von Reimer Böge wird eine andere sein, der ja auch als Europaabgeordneter sieht, wie insgesamt die politische Kultur nicht nur hier bei uns, sondern bundesweit und auch europaweit in Frage gestellt wird. Er ist ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube schon, dass aufgrund auch der Vergangenheit in Schleswig-Holstein wir alles tun müssen, um Extremismus gleich auf welcher Seite zu verhindern. Kann es auch sein, dass der Grund ein ganz anderer ist, dass er das nicht fordert? Nämlich die CDU ist mit über 900.000 Euro wohl verschuldet, immer noch. Die SPD mit über 700.000 Euro verschuldet. Und die AfD wird mit Sicherheit, davon kann man jetzt ausgehen aufgrund der Umfragewerte, zweistellig einmarschieren. Ob sie nun extremistisch ist oder nicht, der Verfassungsschutz wieder beobachtet sie ja nicht. Insofern ist das eine große Konkurrenz für die CDU geworden. Ich glaube eher, dass das die Gründe möglicherweise sind. Was sagen Sie dazu, dass Sie so die beiden Parteien, die staatstragend sind, wie Sie selber sagen, so hoch verschuldet sind, dass das der wahre Grund ist, dass niemand offiziell Neuwahlen fordert? Man könnte das gewissermaßen als Verursacher für einen zahmen Politikkurs sehen. Ich schätze Reimer Böge völlig anders ein. Wenn es Not tut, dass die Demokratie in Schleswig-Holstein wieder auf neue Füße gestellt wird, auch der Landtag auf neue Füße gestellt wird, dann dürfen auch Schulden, die man derzeit hat, keine Bremse sein. Das wird er auch nicht machen. Und das Zweite ist, dass wir natürlich dann als Mitglieder der Union eben uns engagierter auch im Wahlkampf zeigen müssen. Der Wahlkampf muss nicht immer viel Geld kosten. Er muss geführt werden durch engagierte Mitglieder, die bereit sind, auch viel einzusetzen, damit es zu einem Wechsel kommt. Könnte es sein, wenn es zu einem Wechsel kommt, dass CDU und SPD zusammen regieren und dass die CDU zusammen mit Herrn Stegner eine Landesregierung bildet? Mit Herrn Stegner nie.